Es ist Zeit für die Sport 1 News. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was war heute los? Was sollten Sie unbedingt wissen? Das erfahren Sie bei uns. Los geht's mit diesem Thema. As a manager, I have played 3 finals. So that's a lot, I think. We have won 1 and we have lost 2. And also my big friend was there. So always when you lose, it is you are so close. Always you are so close. So it's so disappointing. But now we are in a qualification group. That is, in my opinion, different. You have to prove as a club, as a team, as a player, you have to prove yourself that you continue. And that's why it is very important to beat the opponent tomorrow, because we have to be independent of the result of PSV Eindhoven. On this moment, I believe this is the most important match, but this is this moment. And it's also very important for the club to continue in the Champions League. Also for the players, because the players want to show their qualities at the highest podium. Natürlich hat sich noch viel mehr getan in der Welt des Sports. Das Wichtigste haben wir für Sie zusammengefasst im Newsflash. Xhaka will in die Europa League. Nach dem Sieg gegen den FC Bayern möchte Gladbachs Kapitän den Einzug in die Europa League klar machen. Vor dem Spiel bei Manchester City sagte er, man dürfe jetzt nicht den Fehler machen und denken, man könne jeden Gegner schlagen, ohne an die Leistungsgrenze zu gehen. Mit der Borussia hat der 23-Jährige weitaus höhere Ziele im Visier. Er würde gern einmal einen Titel holen, so Xhaka zu Sport 1. Ribéry klagt auf Schadensersatz. Bayern Münchens Superstar hat das Magazin Closer wegen Rufschädigung auf 400.000 Euro verklagt. Laut der Nachrichtenagentur AFP sieht der 32-Jährige seine Würde und sein Bild ernsthaft verletzt. Dabei beruft man sich auf ein anwaltliches Schreiben. Das Ziel sei es nur gewesen, seinen Ruf zu beschädigen. Closer hatte Ribéry erneute Verbindungen zur Prostitution unterstellt. Das Magazin weist die Vorwürfe zurück. Man habe nur Informationen veröffentlicht, die auch von der Polizei bestätigt wurden. Rückendeckung für Stevens. Trotz des holprigen Starts muss sich Hoffenheims Trainer Huub Stevens laut Mäzen Dietmar Hopp keine Sorgen um seinen Job machen. Das Vertrauen in die sportliche Führung sei grenzenlos, so Hopp im Interview mit dem SWR. Man sei überzeugt davon, dass Huub Stevens Lösungen finden werde. In 5 Spielen unter dem Niederländer konnte die TSG noch nicht gewinnen und holte nur 4 Punkte. Ancelotti liebäugelt mit United. Der derzeit vereinslose Carlo Ancelotti hat sich bei Manchester United ins Gespräch gebracht. Dem Independent sagte er, jeder Trainer könne sich vorstellen, United zu trainieren. Der 56-Jährige möchte ohnehin zurück in die Premier League. Die Liga sei in Sachen Atmosphäre und Umfeld die beste. Sie sei außerdem ausgeglichen. Ab Sommer 2016 stünde Ancelotti wieder zur Verfügung. Ein Trainerengagement während einer Saison wolle er nicht annehmen. Sportnews, wie, wo und wann Sie mögen, gibt's bei uns auf sport1.de und in der Sport1-App. Bleiben Sie up to date. Bis bald. Ciao.